Schafft er niemals. Niemals. Hä? Okay, wir machen weiter mit einer Bewerbung zu Seven vs. White. Und zwar von Johannes Lukas. Genau, vor 10 Tagen online gegangen. Meine Bewerbung für Seven vs. White, Hashtag Seven vs. Wildcard. Wir gehen rein und checken das Ganze mal aus. Bodybuilding, würde ich sagen hier. Wie ist das? Sascha Huber vs. Johannes Lukas, unser ehrlichster Real Talk. So. Okay, let's go. Hallo Sportsfreunde und vor allen Dingen, hallo Fritz. Moin. Mein Name ist Johannes Lukas und das hier ist meine offizielle Bewerbung für Seven in the Wilds. Ich werde heute etwas tun, was ich noch nie getan habe, über meine Grenzen gehen, um dir, Fritz, und euch, meiner Community, zu zeigen, dass ich genau der richtige Kandidat für dieses Format bin. Seven vs. Wild, ich bin mit dabei. Let's go! Ja? Ja? Geil! Wer ist Johannes Lukas? Bodybuilding, YouTube, Familie. Das ist mein Leben. Ich bin 43 Jahre jung und komme aus Berlin. Ich habe so Bock auf diese Challenge, das wird eine krasse Herausforderung. Als 14 ja, stabiler Bart, so, das ist schon mal gut. Abhängiger Bodybuilder, 14 Tage ohne Subs. Wie? Ich liebe Essen, viel Essen. Erdnuss, Schokochips? Isst man als Bodybuilder Erdnuss, so eine Schokodinger hier, ja? Und am besten süß. Mit 120 Kilogramm Masse habe ich zwar viel Muskeln und noch Fett dabei, aber Ernährung wird hart. Im Durchschnitt trinke ich 6 Liter Wasser am Tag und ich kann mir kaum vorstellen, dass es in der kanadischen Wildnis leicht werden wird. 10 Jahre lang mache ich jetzt schon YouTube und durfte dadurch einige geile Projekte machen und viele coole Menschen. Aber was hat er gerade gesagt? 6 Liter Wasser am Tag? 120 Kilo, Junge. Wie groß ist er denn? Social Media hilft mir dabei, ein besserer Mensch zu sein und mich jedes Mal selbst zu reflektieren. Ich bin lebensbejahend, positiv und trage mein Herz auf der Zunge. Ah, ist eine Stärke und gleichzeitig eine Schwäche. Hörst du keine Ich hab eher ja, das hat mir gefallen. Den Willen und jede Menge Biss. Als Chaot und Tollpatsch wird mir in der Wildnis auch auf gar keinen Fall irgendwas Schlimmes passieren. Um mich persönlich herauszufordern, habe ich mich heute einer ganz besonderen Challenge gestellt. Ja. Es geht um Power, Durchhaltevermögen, Teamwork und Willenskraft. Willenskraft, das ist schon mal gut, haben wir ja von Knossi gelernt. Das ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg. Leute, es gibt 2 Sachen, die ich noch nie in meinem Leben gemacht habe. Die erste habe ich bereits abgehakt. 9 Wochen Trainingspause, gerade hinter mir, aber jetzt heute hier. Warum 9 Wochen Trainingspause? Hallo? Erklären, was los? Was für 9 Wochen Trainingspause? Stehe ich auf diesem Schrottplatz und versuche zum allerersten Mal in meinem Leben dieses Auto mit purer Kraft zu flippen. Aber erstmal brauchen wir das richtige Outfit dafür. Mit oder ohne Schlüpper? Wie immer ohne, oder? Ja, immer ohne. Ja, natürlich. Junge. Leute, in diesem Outfit bin ich schon so oft über meine Grenzen hinausgewachsen. Im Wrestling-Ring habe ich gestanden. Boah, kannst du mal, wir drehen hier gerade ein Video. Und jetzt. Warte mal, war das Sascha gerade? Nee. Grenzen hinaus. Nee, das ist Evil Jared. Gewachsen. Im Wrestling-Ring habe ich gestanden. Boah, kannst du mal, wir drehen hier gerade ein Video. Und jetzt hier heute, zum allerersten Mal. Carflipping. Frei nach dem Motto, du hast keine Chance, nutze sie. Du hast mir das Auto hier hingestellt. Wie schwer ist denn eigentlich so eine Karre? 700 Kilo. Okay, also auf jeden Fall schon schwerer als ein Bär. Bisschen zentrale Nervensystem aktiviert, Freunde. Sind da schon ein paar Gewichte, die jetzt hier bewegt werden müssen, ne? Leute, das wird richtig schwer. Aber ein Auto flippen. Ist das überhaupt machbar? Alleine? Wenn ich das Ding packe, dann kann ich auf jeden Fall auch einen Bären packen. Wobei, ganz ehrlich, alle reden immer über den Bären als Gefahr. Der wahre Endgegner in Kanada ist doch der Elch. Niemand redet über den Elch. Bis zu 800 Kilo schwer, 315 PS. Mit seinem Spalthuf bis zu 70 km/h. Müsst ihr euch mal überlegen. Und durch die Schwimmhäute an den Schufen kann er sogar unter Wasser grasen und bis zu 6 Meter tief tauchen. Stell dir vor, so ein Elch kommt und zieht dich mit seinem Geweih runter in die Tiefe. Da bist du wirklich am Arsch. Gut, also wir brauchen auf jeden Fall Johannes, weil dann kriegen wir die ganzen Elchvorträge. Und Sascha haben wir für die Bären-, Puma- und Wolfsvorträge. Umschrei bis zu 8 Kilometer weit hörbar. Aber die größte Gefahr in Kanada sind die Groupies von Bryan Adams. Fuck, mir geht echt der Schiff, das wird richtig schwer. Aber ich bin jemand, der in Extremsituationen immer über sich hinaus wächst. Ich habe einfach Bock drauf. Deswegen liebe ich auch solche Challenges. Deswegen bin ich genau der Richtige, Leute. Weil ich es liebe, aus der Komfortzone rauszukommen. Eigentlich nicht, aber danach ist es immer geil. Und ich schwör's euch, wenn ich aus Seven vs. Wild zurückkomme, dann bin ich ein komplett neuer Mensch. Nichts wird mehr so sein, wie es vorher mal war. Ist ja quasi eine Art Deadlift, was er da jetzt macht, ne? Aber gut, es ist ja kein 700 Kilo Deadlift, weil er hebt das Auto ja nicht in seiner Gesamtheit hoch. Kann man das runterrechnen? Ist das ungefähr die Hälfte oder so? Weil die andere Hälfte irgendwie auf dem Boden steht oder so?
Ist das gleichzusetzen vielleicht mit so einem 350 Kilo Deadlift? Schafft er niemals. Niemals. Hä? Du musst das ja, selbst wenn du das jetzt so unten hast und selbst wenn du das jetzt quasi in Deadlift hast, dann musst du ja das noch hoch und dann quasi noch, das ist ja im Endeffekt fast ein bisschen wie, wie nennt man das? Na, beim Gewichtheben, oder nicht? Gewichtheben machen die auch so einen Deadlift und dann reißen ihr Ding hoch und so, ne, mäßig? Powerlifting so mäßig, oder? Je nach dem Winkel variiert das Gewicht. Anfangs hebst du fast 100%. Ab 45 Grad wird es dann einfacher. Ja, okay, der Winkel, natürlich, natürlich, natürlich. Fuck, das ist viel schwerer, als ich dachte. Scheiße, das habe ich nicht kommen sehen. Scheiße, der rutscht weg. Oh mein Gott. Ich pack das. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, was er schaffen könnte, aber ist die Frage, ob das halt zählt. Wenn er jetzt zum Beispiel, ich sag mal, ein Brett oder eine Palette oder sowas in die Nähe vom Rad stellt, dann einen Deadlift macht und mit dem Fuß die Palette drunter kickt, vielleicht erstmal nur eine Seite und das Rad, wisst ihr, wie ich meine? Dann geht er ans Hinterteil, hebt hoch, bupp, Palette drunter, sodass er das so Stück für Stück macht, dass er immer ein Stück hebt, absichert durch irgendeinen Block drunter. Dann könnte ich es mir vorstellen. Hebelwirkung, naja gut, aber dann bräuchte ich ja ein Werkzeug noch dazu. Klar, wenn er jetzt eine Rampe baut mit einem riesen Hebel und so, aber das wäre ja was anderes. Wie gehst du damit um, wenn jemand sagt, du schaffst das nicht? Wenn jemand sagt, ich schaff das nicht, motiviert mich das doch viel mehr, um es ihm zu beweisen, Leute. Das ist auch das Ding. An mich glaubt niemand bei Seven vs. Wild, aber ich werde es euch allen beweisen. Aber vorher muss ich die Karre erstmal irgendwie hochkriegen. Ich glaube nicht, dass du das schaffst. Ich weiß, dass du an mich glaubst, deswegen bei dir funktioniert es nicht. Kann man nicht irgendwas zwischenpacken, dass er nicht wegrutscht? Es wird immer wieder Situationen in eurem Leben geben, wo ihr denkt, ihr kommt nicht weiter. Genau dann ist es wichtig, dran zu bleiben und sich der Herausforderung zu stellen. So wie ich jetzt. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Er kam, sah und siegte, weißt du, was ich meine? Das sieht so einfach aus. Es gibt keine Zweifel. Es gibt keine Zweifel! Warte mal, Karre steht da jetzt schon schräg? Nee. Boah, komm, 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 komm! Oh shit! Tim, du musst mit ran. Ich glaube, das wird schon zu zweit. Ich schwör. Du musst mit ran, Alter. Komm, Tim, ran. Mein Name ist Tim Horus. Hä? Aber die Challenge war doch, dass er das alleine flippt. Wenn jetzt einfach wer anders kommt und ihm hilft. Warte mal, zwei Räder sind ab? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Die haben hier drüben das Rad abgemacht. Hier ist gar kein Rad mehr dran jetzt. Und das wurde nicht gezeigt. Aber es wurde ja gar nicht thematisiert und gesagt, dass das Rad hier nicht mehr dran ist. Ja, ist klar, dass es nicht mehr rutscht. Aber das wurde ja gar nicht gesagt. Das hat gerade nur jemand aus dem Chat geschrieben und das sehe ich jetzt auch, dass hier ja gar kein Rad mehr dran ist. Fuck! Aber vielleicht kommt's noch, vielleicht kommt's noch. Wir gucken mal shit. Weiter. Tim, du musst mit ran. Ich glaube, das wird schon zu zweit. Ich schwör. Du musst mit ran, Alter. Komm, Tim, ran. Mein Name ist Tim Horus und das ist Jackass. Ich habe mich nicht mal aufgewärmt. Also deswegen, ich hätte jetzt gedacht, dass er quasi, er sagt, okay, pass auf, ich hole mir halt ein Hilfsmittel wie eine Palette oder sowas zum Absichern, heb das hoch, schieb das nach, sowas, weißt du? Wie wenn ich quasi ein Problem jetzt in einer Survival-Situation habe und denkst, okay, pass auf, so funktioniert's nicht. Aber wenn ich mir den Ast absäge und den damit zusammenschnüre und das da dran festmache, dann kriege ich's hin, so nach dem Motto. Und was ist, wenn ich du darfst dich nicht verletzen, wie beim Kreuzheben, vorher tief einatmen. Ausatmen, 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 wenn du rutschst. Schön. Eins, zwei. Oh! 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 Komm! Warte, 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 warte. Eins, zwei. Oh! 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 Hör auf die Fenster! Oh! 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 Ja! Junge, 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 war das krass, Leute. Denn gemeinsam ist man immer stärker. Holy fucking shit. Hei, hei, hei. Wow. Wie geil war das denn? Bruder, Alter. Im Leben alleine nicht. Na ja, gut, aber ist auch Team Edition. Von daher passt es, finde ich. Und ich hoffe... Niemals alleine. Dass du es einmal schaffst und den Elch besiegst.
Ja, weiß ich, wir sind ja nicht nur Maschinen, wir sind ja auch Menschen mit Persönlichkeit, Leute. Und genau darum geht's. Ich schätze mich hier sehr sozialen Menschen ein. Ich freue mich, ich liebe Menschen. Challenge. Bin gern mit ihnen zusammen, interessiere mich für sie. Und ich bin schon super gespannt, mit wem ich dann am Ende dort auf der Insel, hätte ich fast gesagt, in Kanada chillen würde. Die Frage ist, wenn jetzt der Johannes zum Beispiel mit Sophia zusammenpacken würde, hätten die gemeinsam auch das Auto rumbekommen? Ich liebe diese Herausforderung, ich habe richtig Bock drauf. Also ich glaube, Staffel 2 wäre für mich richtig schlimm gewesen, wegen dieser Isolation ganz alleine zu sein. Aber gemeinsam kann ich mir das gut vorstellen. Und vor allem, das Ding ist ja, Kälte liegt mir ja. Ich habe ja Bock auf Kälte. Ich habe genug Muskeln, die wärmen. Ich habe genug Fett. Und du weißt es, ich schwitze gefühlt immer und habe richtig Bock auf Kühle. Ja, das fühle ich, Mann. Da habe ich richtig Bock drauf. Und jetzt, Freunde, mein Appell an euch als Community. Bitte schickt dem Fritz das Video rüber. Penetriert ihn richtig. Ja, penetriert mich mal, Community. Macht mal. Let's go. Damit der weiß, was abgeht und ich eine Chance habe, daran teilzunehmen. Liebe geht raus. Bye, bye. Okili dokili. Das mit dem Herz üben wir nochmal. Liebe geht raus. Wir machen wieder eine Abstimmung. Auf jeden Fall coole Challenge. Würde er passen? Passt er? Ja, nein, vielleicht. Wirkt auf jeden Fall, als wäre er ein sehr aufgeschlossener, sympathischer Teamplayer. Definitiv. Wir machen Abstimmung und ihr kennt's, wieder eure Meinung dazu hier in den Chat reinschreiben. Okay, ja, weil geile Message und Power. Nein, ich finde, er und Sascha sind zu ähnlich. Beide haben dicke Muckis, Kalorienbedarf und sind sehr starke Motivieren und beide Anfänger. Zwar hat er keine Skills, aber ist sehr sympathisch und dadurch, dass ich schon 2 bis 3 Videos gesehen habe, weiß ich, was für ein krasser Teamplayer er ist und dass er genug Biss hätte für 14 Tage. Definitiv, der frisst den Bär. Sympathisch Teamplayer, allerdings kaum möglich, dass er 14 Tage durchhält, weil er zu viele Kalorien verbraucht. Ja, wirkt sehr unterhaltsam. Denke nicht, dass er mehr wie 1-2 Tage macht. Okay, krass. Würde mich schon interessieren, wie er es aushält ohne viel Kohlenhydrate. Okay, das war so ein bisschen ein Ausschnitt aus der Community. Und 56% sagen yes. Johannes Lukas wollen wir am Start haben. Danke auf jeden Fall für deine Bewerbung. Checkt gern auch den Kanal aus, wenn ihr euch für Sport, Bodybuilding und Co. interessiert. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Ron auch am Start. Carsten Stahl, dies, das. Guckt da gerne vorbei, wenn euch das Thema interessiert.